Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf Paschanem, seinen neuen Song Florenz. Ich hab richtig Bock. Ey, Bro, überleg mal, was das bitte für eine Phase gerade. Mittelmeer kommt. Da kommt Charts Freestyle. Also, der hat ja mit Mittelmeer Platz 1 Charts geholt. Erstmal Glückwunsch, Bro. Das ist so verdient. Und ich hoffe auch, mit dem Album kann er hochcharten. Deswegen bestellt euch auf jeden Fall die T-Shirts und die CD-Vinyl vor. Weil ich glaube, das zählt auch in diese Ranking, wenn ich mich nicht irre. Ich kann auch Kacke labern. Aber bestellt euch das auf jeden Fall vor. Aber überlegt mal, wie krass ist gerade Paschanem mit Output. Man kennt ihn gar nicht so. Bro, Mittelmeer war ein Banger. Und das war so ein so Laydown, so chillen, okay, traurig sein und so. Bruder, und dann kommt Charts Freestyle und dann kommt dieses: Es ist nicht so, wie du denkst, es ist schlimmer, Bruder. Ey, Junge, und ich mach das richtig kacke, ne? Aber wie hart kam das? Das kam richtig so arrogant, so richtiger. So, weißt du? Bruder, das waren so zwei verschiedene Welten von Pascha und beides ist geisteskrank gewesen. Deswegen bin ich richtig gespannt auf Florenz jetzt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und seid mir nicht sauer, dass ich auf Charts Freestyle nicht reagieren konnte. Ich bekomme DMs von euch, ja, reagiert drauf. Aber ich bin gerade hier am Umzug und das Setup ist noch nicht ganz aufgebaut. Deswegen seid mir nicht sauer. Ich küsse eure Herzen, wir gehen jetzt rein. Let's go. Let's go. Ja, ey. In mein hellblauen Prada-Hemd fahr ich durch die Toskana, rauch aus dem Schiebedach über Arschring. Was ist das für ein Flow? Warte mal, wer hat den Flow, wer hat den Beat gemacht? Abi ist Dickel am Besser, Bruder. Das ist Messi und Ronaldo, Bruder. Das ist Messi und Ronaldo, Bruder. Was für ein harter Beat. Okay. In mein hellblauen Prada-Hemd fahr ich durch die Toskana, rauch aus dem Schiebedach über Arschreinde Marokkaner. Pascha Forever Shirt in gleiche Font wie Hannah Montana. Mama hat nie wieder Sorgen, jetzt sie und ich hatten nada. Ich rauch Pressplay in mein lila Fiorentina Trikot, Brass mussten wegziehen. Langsam ging bei ihnen die Miete zu hoch. Versteck 2-3 Kilos im Hof, runter vom Fenster ein Auge drauf. Bruder, was ein Flow! Was ein Flow! Bruder, ey, ich bin so glücklich gerade, Ich hoffe, bis nächste Woche können wir live auf das Album reagieren, Bruder. Ey, ich bin so glücklich gerade, Digga. Ich muss, sorry Leute, ne? Aber ihr wisst ganz genau, ich muss 3-4 Mal hören. In mein hellblauen Prada. Ey. In mein hellblauen Prada-Hemd fahr ich durch die Toskana, rauch aus dem Schiebedach über Arschreinde Marokkaner. Pascha Forever Shirt in gleiche Font wie Hannah Montana. Mama hat nie wieder Sorgen, jetzt sie und ich hatten nada. Ich rauch Pressplay in mein lila Fiorentina Trikot, Brass mussten wegziehen, langsam ging bei ihnen die Miete zu hoch. Versteck 2-3 Kilos im Hof, runter vom Fenster ein Auge drauf. Kannst nicht glauben, meine Tour war nach 2 Wochen ausverkauft. Damals klingelte mein Nokia A&R Riefen an, ich dachte, es wären Kunden und sagte, nenn mich am Handy nicht an. Migrantenkinder machen. Digga, was für eine geile Line. Ey, ich wollte durchlaufen lassen, aber ich kann nicht. Bruder, ich kann nicht. Ey, A&Rs rufen mich an. Ich dachte, es wäre ein Kunde. Ich sag, nenn mich nicht Jan. Digga, Bruder. Junge, das war krass. Money jetzt wie die Deutsche Bank. Und nach Homicides haben sogar Mysteries mich erkannt. Lauf in mein TM durch Florenz. Wir machten Bands schon als Teens mit Cousins. Frag mich, ob du mich so liebst, wie ich bin. Frag mich, ob du mich so siehst, wie ich bin. Oder so wie die anderen. In dein Louis V Kleid, in dein Jeans von Jill Sander. Wir kamen von Botchain bis zur Skyline und Toskana Veranda. Fahr den Wagen über Hügel und durch Tunnel in Bergen. Damals. Oder ich finde die Edits auch so krass mittlerweile. Also die machen immer was Neues so, die packen immer was so. Auch allein diese Schriften, die er so mit eingebaut hat seit dem Vlog. Auf dem Vlog habe ich immer noch nicht reagiert, aber werden wir auf jeden Fall zusammen nachholen. Aber hier alleine. Damals vor Schule fahrt den Tüten, wollten Kunden anwerben. Also allein, wie geil die Schriften auch gemacht werden, ne? Also wie das so leuchtet. Das ist auch so, ich muss ehrlich zugeben, das ist auch so dieses, ich will nicht sagen, dass das TikTok-Vibe ist, aber kennt ihr diese Intros bei YouTube-Videos, wo dann so auf einmal Schriften aufpoppen? Aber irgendwie finde ich das nicht so aufdringlich und nervig, sondern ich finde es einfach irgendwie auch ästhetisch und cool so.
Also so wie eine Instagram-Story, wo dann diese Instagram-Schrift aufpoppt, weißt du? Das ist clean einfach. Werben, 17 Jahre mit Schieber, Abis machten Mischis mit Beeper. Jetzt läuft Pascha auf Viva, Gott sei Dank Dolce Vita. Schocki bei Prada Kassierer, weil ich schon 620 raus. Blauer Bündel, Duffelbeck, ja so sehen 620 aus. Schenk dir alles, du freust dich über Sachen vom Passer gleich. Und für das, was ich für dich fühle, fehlt mir jeder Vergleich. Ich regel das, du bist die krasseste, mit der ich... Digga, ist das die vom Mittelmeer? Aber was sind das bitte für cleane Nägel? Oder 10 von 10? Ja, ich höre nichts, also. Der ist zusammen, warum fällt die Stellung in 6-1 zu... Boah, Digga, das... Boah, ich darf nichts Falsches sagen, Alter. Bevor ich noch geschnappt werde, aber... Junge, Junge, ist das eine hübsche Frau. Mit der ich zusammen war, fällt die Stellung... Junge, dieser Blick, Alter, das ist so, das gibt mir... Oh, mein Gott. Das gibt mir so ein bisschen, wie heißt die, Tom Ryder-Vibes, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, ich labe auch Kacke, aber irgendwie ist sie so, als ob die so Agent ist. Wand hält die Stellung in 6-1, so wie Porfanger die Kamera im ETN durch Lorenz. Wir machen Dance schon echt. Also ich muss sagen, ich glaube, das war mit Abstand die hübscheste Frau in Paschanims Videos. Aber ich, das kann auch die vom Mittelmeer sein. Vielleicht hatte die einfach anderen Style oder so. Teens mit Cousins. Frag mich, ob du mich so liebst, wie ich bin. Frag mich, ob du mich so siehst, wie ich bin. Lauf im ATM durch Florenz. Ich find krass, eine Sache finde ich unnormal krass. Ich find, die Parts haben mehr Power als die Hook. Die Parts gehen so hoch und die Hook ist dann so chillen. So, als ob's so ein bisschen dann, ja, so vom Tempo abnimmt irgendwie. Aber finde ich geil. Ich find diese Abwechslung irgendwie geil. Wir machten Dance schon als Teens mit Cousin. Hä, was war das rechts? War das Handy? Schon als Teens mit... Ah, Handy. Ey, ich muss niesen, ne? Schreibt Gesundheit in die Kommentare und F an alle, die Allergie haben, Bruder. Ich hab behinderte Allergie. Ich sterbe jeden Tag. Cousins, frag mich, ob du mich so liebst, wie ich bin. Frag mich, ob du mich so siehst, wie ich bin. Oder so wie die anderen. Geil, einfach GTA. Aber ich weiß nicht, welches GTA ist das? GTA, also auf jeden Fall älter als Vice City, glaube ich sogar. Oder ist das Vice City? Ich weiß nicht, wem gehört er nochmal? Das R? Roman? Irgendein Roman, Digga? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall richtig, richtig geiles Video. Noch 10 Sekunden, ich lasse mal kurz ausklingen. Ah, Digga, guck mal oben, Alter. Die kleinen Insider am Ende des Videos. 2000 Radio. Und links der Porsche Cayenne. Hä? Digga, was geht ab, Alter? Einer war GTA RP und hat seinen Dings reingemoddet. Digga, das ist todesstilvoll. Also das war richtig, das war plus 1000 Aura. Ey, was soll man dazu sagen? Florenz, meiner Meinung nach ein Banger. Und ich finde, bei Pascha ist das so, ich schwöre, du musst den Song in verschiedenen Situationen hören. Ich bin jetzt hier gerade einfach, weil ich den Song hören musste, so, weißt du? Aber wenn ich im Bett liege oder im Auto rumfahre oder mit Jungs am Chillen bin und wenn der Song dann da läuft, Bruder, und wenn man da so einen gewissen Vibe dazu hat, Bruder, die scheppern anders. Ich sag euch, Mittelmeer, Late Night Drive, du hörst Mittelmeer und denkst einfach an irgendein Mädchen. Das f***t dich. Oh, nochmal, das ist so krass, was für eine Atmosphäre diese Songs aufbauen können in gewissen Situationen. Ich kann mich mit ihnen identifizieren, so, weißt du? Er ist ein ganz normaler Junge, weißt du, genau wie wir. Und deswegen sollten wir ihn auf jeden Fall auch supporten. Kauft das Album, sein Debütalbum 2000, erscheint nächste Woche Donnerstag. Könnt ihr online vorbestellen. Ihr kriegt das dann, glaube ich, am Freitag oder am Montag darauf. Ich hoffe, ich krieg das ein bisschen früher. Da können wir schon ein bisschen früher drauf reacten, das anschauen, wie das so von der Verarbeitung ist, wie das aussieht und natürlich auch das T-Shirt. Was, glaube ich, auch bei der nächsten Tour so einfach... Damit seid ihr fresh, weißt du? Und deswegen bestellt euch das auf jeden Fall vor. Das war's von mir. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Supportet mich auf jeden Fall. Es geht bald richtig los. Ich baue gerade Setup auf. Und dann rasieren wir wieder Twitch, YouTube, etc. Ihr werdet sehen. Hatte. Ciao.